Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Spielchen. Mal gucken, wie lange wir das zocken, wie lustig das wird. Auf jeden Fall Turmoil, herzlich willkommen. Und wir müssen hier ein bisschen, wie der Name schon sagt, Öl finden. Und hier tropft es schon leicht runter. Das Spiel ist jetzt nicht das allerneueste, was auf dem Markt ist. Es gibt schon mittlerweile ein DLC. Wir zocken es aber erstmal an, ohne DLC. Und dann schauen wir mal, wie lustig das Ganze ist. Wir starten einfach mal eine Kampagne und gucken, ja, was so passiert, denn ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir können einen Charakter auswählen. Daisy, Joshua, Ricardo. Haben die irgendwelche Vorteile? Als Schiffskapitän segelte jahrelang um die Welt und kann auch nicht einmal schwimmen. Hallo, das Leben eines Anwalts interessant. Ich freue mich kennenzulernen. Ich habe einen netten Lebensunterhalt mit Immobilien. Howdy, Partner. Der Typ hat lang genug mit Rinder gehütet. Okay, nee, wir sind Ricardo. Komm, wir nehmen Ricardo. Wir sind ein nicht schwimmender Schiffskapitän. Der kann gar nicht unten da gehen. So, gut gemacht. Jetzt geht es an die richtige Arbeit. Komm ins Rathaus, um deine Konkurrenz zu treffen und eine Landparzelle für dein nächstes Projekt zu erhalten. Okay. So, wir müssen nochmal beim Sound gucken, ob es zu laut, zu leise ist. Rathaus, okay. Guten Tag, Sie sind fast mit dem Bau meiner Bank fertig. Besuche mich bald, wenn du monetäre Bedürfnisse hast. Bei dem gibt's Eisen. Geh ins Rathaus. Oh ja, ich habe dich erwartet. Was kann ich für dich tun? Weltkarte. Bist du für deine eigene Landparzelle bereit? Schauen wir uns die Karte an. Okay, willkommen. Wir sollten uns zuerst alle vorstellen. Ja, haben wir gerade schon gelesen. Das sind die vier. Sehr schön. Ich werde dir dein eigenes Stück Land zuweisen. Das erste geht aufs Haus. Okay. Ach, hier sind die ganzen einzelnen Ländereien. Okay. So, und wir sind Ricardo. Wir sind hier unten. Ja. Viel Glück. Guten Tag. Um die Eröffnung meiner brandneuen Bank zu feiern, habe ich für jeden von euch Bankkonten eröffnet. Ihr könnt mir jederzeit besuchen, um einen Finanzbericht eures letzten Projekts anzusehen. Okay. Bekomme in meiner Bank Darlehen. Ah, Darlehen. 20% pro Jahr. Hast du eine Macke? Bohren. Ah, hier geht's zum Bohren. Holen wir uns das ganze Öl. Wir nehmen 2000 Eisen mit, um die Inbetriebnahmekosten decken zu können. Bist du bereit? Jawohl. Für jeder zahlt 2000, okay. So, 1. Januar ist. Ah, hier kann man es verkaufen. Links, rechts. Oh, sind aber heftige Preisunterschiede. Ich stelle einen Wünschelroutengänger ein, um Öl zu finden. Okay. Ah, der läuft jetzt los. Oder machen wir gleich zwei? Oh, wir müssen aber aufpassen. Guck mal, wie teuer das hier ist. Ein Silo, eine Plattform und ein Pferdewagen oder sowas. Kauf einen Wagen zum Öltransportieren ein. Sag mir jetzt nicht, wir haben hier noch Pferdchen. An alleine. Ah, okay, er pfeift. Der pfeift auch. Habt ihr was gefunden hier? Plattform? Und jetzt? Ah, muss ich jetzt bohren? Ah, ich kann sagen, wohin er bohren soll. Boah, das kostet alles Geld. Uiuiui, okay. Okay, das war nichts. Na cool, wir haben Öl gefunden. Ah, da läuft das Öl hoch. Jetzt brauchen wir bestimmt Pferdchen hier. Pferdchen. Okay. Oh. Oh, wir brauchen Geld. Verkauf das mal hier. Geht es? Ah. Jetzt kommt Zastai rein. Okay. Cool, dann können wir hier die zweite Bohrung machen. Keine Ahnung, wieder so tief. Man weiß es nicht. Oh, noch tiefer? Ah, da ist es. Okay, auf, auf. Okay, wir verkaufen mal nicht. Das ist heftig wenig. Und hier kann man ein Silo dann bauen, oder? Geld haben wir noch ein bisschen. Kann ich das hier hinknallen? Ja. Ah. Okay, es läuft immer hier das Rohr hoch. Dann müssen wir das abholen mit den Pferdchen. So, jetzt speichern wir das in dem Lager sozusagen.
Okay, bis wann geht es? Was passiert hier? Warum? Kann es irgendwie ein bisschen schneller machen oder so? Ach da, vorspielen. Gedrückt halten und schnell vorlauf. Auf X? Ah. Auf X geht's los. Boah, das ist aber ein Riesenteil hier, oder? Gleich ist das Lager voll. Oh, wir können die wieder ein bisschen verkaufen, würde ich sagen. Wir nehmen mal noch ein Pferdchen. Auch wie kann ich das auch machen, oder was? Wie, das war's? Hallo? Wie jetzt? Ach, da waren die ganzen Teile, ja? Okay. What, das war's schon? Ich habe aber gar nichts gemacht. Einnahmen 800, also wir hätten echt Minus gemacht, wenn wir das erste Land nicht gekriegt hätten. Okay. LOL. Aber die haben ja noch mehr Minus gemacht als wir. Ah, ihr habt halt keine Ahnung. Legt euch nicht mit dem Player an. Okay, howdy, mein Name ist Fred. Versuchst du die Ölförderung effizienter zu machen? Schau in meine Fabrik vorbei, um deine Ach so. Okay. Breite. Was heißt Breite? Ich habe einen Weg gefunden, um die Kapazität der Rohre zu erhöhen. Ach, dann sind die Rohre dicker. Aha. Es hat sich herausgestellt, dass sie zu der Ebene auf ein vorne Silo setzen kann. Ah, da wird das Silo größer. Da kann man mehr Anschlüsse der Rohre machen. Plattformen sind jetzt resistenter gegen hohen Druck, damit ein Überlaufen unwahrscheinlicher wird. Okay, irgendwas kann da auch überlaufen. Aha. Ich würde sagen, wir machen... Obwohl, lohnt sich's jetzt schon? Komm, wir nehmen mal die breiteren Rohre. Vielleicht kriegen wir da irgendwie das alles ein bisschen besser hin. Okay, jetzt müssen wir wieder zum Rathaus wahrscheinlich und ein neues Land kaufen. Und diesmal müssen wir anscheinend bezahlen, ne? Okay, 28, 28, 28 und 30. Heißt das, wie viel, keine Ahnung, Barrel man da rausholt oder so? Keine Ahnung. Komm, wir nehmen mal dieses hier. Oh, ist ja völlig verteilt, okay. 1000 Eusen haben wir bezahlt. Ah, da sieht man sogar, was die gemacht haben. Der hat sich jetzt ein größeres Silo gekauft. Der nichts, der auch nicht. Und die haben das Rohr gekauft. Cool. Okay, ab zum Bohren. Nächste Runde. Ach, wir haben jetzt 1000 für das Land bezahlt und nochmal 2000 als Startkapital. Okay, gut. Oder nicht gut. Hallo? Los, sucht. Sucht! Oh, der Preis ist gerade cool. Der Preis ist gerade cool. Na los, finde was. Los! Los! Hallo, wenn es wieder bis März geht, dann ist es gleich schon wieder vorbei. Ach nee, 30. Juni jetzt. Verpachtung Ende 30. Juni. Ja, trotzdem. Ah, jetzt geht's los. Ah, komm, komm, komm. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wie tief sind die Sachen denn immer? Ah, okay, wir haben was. Sehr geil. Sehr schön. So, dein Pferdchen. Nice. Die Shortcuts muss man... Oh, da haben wir diesmal getroffen. Sehr geil. Sehr geil. Können wir gleich hier verkaufen. Und ein Silo bauen wir gleich. Diesmal machen wir das aber hier in der Nähe. Und ich kann die Dinge jetzt vergrößern, ne? Ah, okay, so vergrößere ich die, oder was? So, verkauf mal so ein, zwei Sachen. So, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt bitte ins Lager. Das Doofe ist, ich weiß ja gar nicht, wie groß das hier noch ist. Wie viel da drunter ist. Aber wir machen mal... Ah, jetzt bohrt er das größer. Cool. Verstehe, verstehe. Ah, jetzt. Oh, 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 wir brauchen Pferdchen. Wenn, wahrscheinlich ist es, wenn es da oben ist, dann läuft es über. Was wir da gerade gelesen haben. Wo man Upgrades kaufen kann. Okay. Oh, 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 da hat es gerade getickert. Aha, okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Pferdchen.
Jetzt bitte verkaufen. Oha, oha, oha. Nein! Okay, also die Riesenrohre sind Riesenrohre. Okay. Scheiße, was passiert jetzt, weil es... Oh, ich hab Scheiße... Huch! Was passiert, weil jetzt ist und so überhaupt? Und ja, nee. Oh, das ist ja schon wieder fast. Boah, man hat echt nur kurz Zeit. Boah, okay, wir müssen auf jeden Fall... da was machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann Stück für Stück hinkriegen, weil die großen Rohre sind ja anscheinend echt schon heftig. Ist bei 1 Dollar. Hier wieder runter, da kriegen wir kein Geld für. Oh, hier muss man aber richtig aufpassen noch. Das ist nichts für alte Players. So, 1 Dollar, 1 Dollar ist okay. Ach, das Ding ist hier leer. Ah, okay. Dann müssen wir also weiter bohren. Da ist noch was drin. Ja, aber wie soll ich... Ich kann doch hier nicht ständig mit der Windschnurrute rumlaufen, oder? Um neue Quellen zu finden? Oder ist das Sinn der Sache? Das ist ja hier... Ich bin ja blind. Ah, guck mal, da. Glück gehabt. Sehr schön. Aber sowieso bis 30. Juni passiert jetzt nicht mehr so viel. Aber wir haben schon ganz gut Plus gemacht, würde ich sagen, oder? So, jetzt haben wir noch einen Monat. Oh, oh, halt, stopp, nicht mehr hier verkaufen, jetzt bitte hier verkaufen. Na, jetzt brauchst du auch nichts mehr finden, jetzt ist vorbei. Jetzt brauchen wir keine neue Bohrinsel mehr, glaube ich, aufbauen. Oh, da waren aber noch einige, aber wie soll man denn... Er pfeift hier, okay, gut, das war gar nicht so schlecht gewesen. Oh, 1000 Eusen Ölaustrittsstrafe. Meine Güte, meine Güte. Ja. Das wird auf jeden Fall noch lustig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ja so schnell von dannen geht. So, gucken wir uns mal die Profite an. Ja, aber wir sind auf dem zweiten Platz. Gut, Howdy Howdy hat 7 Mille gemacht. Nicht schlechter. Nicht schlecht. Okay, schön, dich kennenzulernen. Ich bin Edward und ich bin so etwas wie ein Handwerker. Die Dinge, mit denen ich experimentiere, können dir helfen, Öl zu finden. Sieh dir meine Erfindungen an. Okay, was hast du denn? Tiefe. Ich habe die Windschnurrute verbessert, damit Windschnurrutengänger tiefer suchen können. Keine Lust, ewig Windschnurrutengänger zu warten. Damit werden sie schneller Öl finden. Maulwurf. Möchtest du diesen netten Maulwurf haben? Er wird dich für dich graben, aber er ist irgendwie sprunghaft. Und ein Scanner. Was, wenn du wissen möchtest, was ich da verbinde... okay. Wow, teuer und so. Uiuiui, da müssen wir erstmal, glaube ich, sparen. Okay, liebe Leute, das soll es von der ersten Folge gewesen sein von dem Spiel. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht auf jeden Fall mega Spaß, das kleine Spielchen nebenbei. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.